Natur ist immer, für den ganzen Körper ist das eine super Sache. Ich finde einfach, dass man mit der Landwirtschaft, mit den Tieren, die ich habe, egal jetzt, ob das jetzt die Hochlandrinder sind, ob Pferde oder sonst was, da kann man einfach gut abschalten. Wieder, da kommt man einfach wieder runter. Im Winter zu suchen geht, umso mehr freust du dich wieder, dass es zum Skifahren ist und zum Rennfahren. Zum Beispiel, wenn du den ganzen Herbst trainierst, bist du einfach wieder froh, wenn die Rennen anfangen, dass du einfach wieder einen Vergleich hast, wo man steht und so. Also nach der Saison war es so, dass wir eigentlich das Frühjahr ausnutzen, weil da sind gute Verhältnisse auf die Gletscher und wir haben noch einen Schnee, dass wir was bauen können. Und dann haben wir eigentlich im Mai gleich wieder attackiert. I was lucky enough this year to come over in September, which was very early. I trained with the Austrians from September through to now, so having a team with a lot of boys that are at a high level has been really great for me. Wir haben den Sommer ein bisschen abwechslungsreich gestaltet, haben auch immer wieder geschaut, dass wir ein bisschen Skicross-Feeling einbringen. Wir waren viel Downhill-Mountainbiken, auch Trailfahren. In Mühldal sind wir das erste Mal Ski gefahren. Wir zum Einfahren noch mal ein bisschen. Wir waren dann einen Kurs in Zermatt, einen Kurs in Sassfee und sind eigentlich jetzt 5 Kurse da in Pitztal gewesen. Wie man sieht, sind viele Nationen da. Ja, weil es bei uns zum einen viel Schnee braucht, auch jemand, der die Piste entsprechend herrichtet, repariert und sich darum kümmert. Und hier haben wir einfach derzeit die besten Möglichkeiten. Ich kann mir das in Zeitlupe anschauen. Ich brauche nicht warten auf die Nacht, bis wir es wieder schauen, sondern kann von Start zu Start was probieren und nachher das gleich anschauen. Der Status quo ist sehr positiv. Wir haben einfach probiert, die Startexplosivität schon zu simulieren. Wenn man einfach die ersten Rennen hat, wenn die Zeit mitfährt, wenn der Kampf Mann zu Mann da ist, nachher kann man sagen, Sommertraining hat gewirkt oder man hat schlecht trainiert. Wir sind hier bei der österreichischen Meisterschaft heute, das erste Rennen für die Saison. Ganz interessant immer, dass man sieht, wo steht man so, hat sie das Training auszahlt. Was muss man noch tun? Kann man noch irgendwas verändern am Setup oder wo muss man das Hauptaugenmerk dann drauflegen? Was kann man noch verbessern, bevor es dann zum ersten Weltcuprennen geht? Ja, ich finde es eigentlich irgendwie ganz gut, wenn man vor dem ersten Weltcup schon mal ein Rennen hat, dass man einfach wieder so ein bisschen in das Renngeschehen reinkommt, ohne dass jetzt schon der Weltcup ist. So quasi ein bisschen als Testwettbewerb, aber trotzdem schon ein Rennen und nicht bloß Training und das erste Mal wieder richtig Gegner anfahren kann.